Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte, doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot, sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Mädchen und der Glühwurm. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Child of Light. Ist schon ein bisschen länger her, das Spiel, aber ich sag mal so, es ist nicht umsonst für mich das Spiel 2014 geworden, also momentan. Es ist extrem toll. Ich habe es leider privat nie durchgespielt, aber das spricht gerade nur noch fürs Spiel, weil es noch toller wird. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Das Kapitel sagt schon, dass wir einen Glühwurm finden werden. Wir sind Aurora, wir sind anscheinend tot. Wir sind im Totenreich. Also sprich im Jenseits, sprich zwischen Himmel und Hölle. Und ja. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe. Und zwar die Textboxen sind so elendig klein, dass man sie kaum lesen kann. Aber naja. Auf YouTube geht das dafür wahrscheinlich ein bisschen besser mit Vollbild und so. So. Okay, wir können noch nichts gegen den hier machen, weil wir erstens nicht da hochkommen und zweitens, dass er später dazu kommt. So, dann springen wir hier hoch. Die Bäume, also die Äste bewegen sich ein bisschen. Mit drauflaufen, aber gut, das hat jetzt nichts Großes zu bedeuten. Was kannst du zum Spiel sagen? Das Spiel ist Jump'n'Run und Rollenspiel, also sprich Jump'n'Run-Passagen und ja, RPG-Kämpfe, kann man so sagen.
So, und das speichert das Spiel auch schon automatisch, dass ich da oben sind Spinne. Und die Musik ist so wunderschön. Nein, erwache, erwache! Albtraum, lass mich los! Vater, wo bist du? Mein Kummer ist gar groß. Kann jemand mir geschwind darlegen, warum Wasser fließt ganz ohne Regen? Wer spricht? Ich, fort mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen, jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch ich bin verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr, seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit der Narrheit. Ich bin Aurora, sag ich dir. Oh, hab ich's doch gewusst. Also, dann folge mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haar lang wie ein Bach. Mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. Vielleicht weiß es, vielleicht auch nicht. Wer weiß, ich weiß nur eins. Dieses Let's Play ist meine Pflicht. Okay, gut, ich lasse es mal. So, wir können mit dem rechten Stick, also ich spiele auf der Wii U, unser Glühwürmchen steuern. Das wird uns später im Spiel ziemlich nützlich sein, aber jetzt momentan, glaube ich, brauchen wir es noch gar nicht. Und Jump! Yeah! Nanu, was tragen diese Äste? Seltsame Zauber von kleinen Händen gemacht. Oder was stand da? Wusste es nicht, das sind Wünsche. Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt noch größerer Pracht. Wünsche sind köstlich. Los, greif zu. Warte, bis ich wieder Nacht warte. Erkunde gebraucht. Ach Gott, mein Gott. Dieses Reimen. So. Ja, wir können jetzt mit unserem Glühwürmchen. Wenn wir jetzt diese einsammeln, was uns das bringen wird, ja, ne, natürlich können wir auch mit, ja, man kann es auch mit Aurora einsammeln, aber wenn sie da oben halt schweben, dann ist es einfach mit Glühwürmchen, so, ups, falsche Seite angefangen, nein, werden sie übersehen, oh, da sind noch ein paar, so, oh, jetzt, ich muss hier rein. Ja. Jedes Baum ist unter unser Weg muss liegen. Doch können wir dorthin nicht fliegen? Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwurm, entflammt das Gesäß. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. Ja. Müssen die Symbole. Halte, damit leuchtet. Okay, warte, das war. So. So. Na, so. Den hätten wir. Ach, stimmt, der hat so eine Anzeige. Geht hier nach einer Weile leer, verdammt. Dann muss ich ein bisschen mehr nach rechts. Und dafür brauchen wir die Glühwürmchen. Oh Mann. Gibt es noch mal Glühwürmchen bitte? Bitte? Nein, schade. Gut, dann müssen wir ein bisschen warten. So. Dann das hier noch. Na, danke. Perfekt. Und das Gameplay wie bewährt. Herr Glühwürm, wir können weitergehen. Wer lässt uns nur an die Tür hier stehen? Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses holde Schwert an dich. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Die Dame des Waldes hier verkehrt. So. Nehmen wir mal das Schwert hier raus, auf Zelda-Style. Es
Glänzen sind so leicht, man spürt es kaum. Oh, da ist schon ein Monster. Lauf, dass wir uns mit diesem Biest verschauen. Zum Glück fühle ich ein Schwert in diesem Traum. So, jetzt beginnt mal der erste Kampf. Der Tutorial-Kampf, kann man so sagen. So. Wir haben jetzt hier, also damit ich mal erklären kann, unten haben wir jetzt eine Leiste. Wir haben verschiedene Kommandos, wir können normalerweise fliehen, wir können handeln. Gut, wir machen nur handeln. Wir haben jetzt momentan nur Hieb und Verteidigen. Ja. Da sehen wir noch eine Vorbereitungszeit, wie lange sie dauert. Ja, ich habe mir alles nochmal erklärt. Der Hieb, bam, 5 Schaden. Und wenn man ihn trifft, während er halt in dieser Wartezeit ist, oder in der Vorbereitungszeit, besser gesagt, dann wird er zurückgeschleudert. Also hier Hieb und jetzt ist er tot. So, wir bekommen MP, ist ein Level Up, nice. Also die Kämpfe sind jetzt ziemlich dynamisch, wie ich finde. Ich kann es vielleicht bei einem anderen Bosskampf, sage ich schon, bei einem anderen normalen Gegner mal schnell zeigen. Hier zum Beispiel. Bonk. So. Let's fight. Ja, was man auch machen kann, man kann mit dem Glühwürmchen über den Gegner leuchten. Dabei kann man sie dann blenden und ich glaube ihre Wartezeit ja, braucht eine Verlängerung, wie es da steht. So, was habe ich da ja. Na, schaffe ich's? Ne, schade. Sammelt Kraft. Okay. Und hier. Bam. Das war's. Also ich muss jetzt wieder ins Spiel reinkommen, weil ich habe es vor Monaten mal gespielt. Aber wie gesagt, ich habe leider nicht zu Ende gespielt. Ich bin aber recht weit gekommen, glaube ich. Also ich denke, ich habe das bis zur Hälfte geschafft, mindestens. Wählen neue Fertigkeiten für Aurora. So, das ist ein Skillset. Auf dem ersten Blick sieht es vielleicht nach viel aus, aber ich glaube, ich will mich eigentlich nur auf wenige Dinge festlegen. Ich glaube, der eine ist Verteidigung, der andere ist Magie und der andere ist Angriff, wenn ich mich nicht irre. Das ist, glaube ich, der Magie-Tree. Das ist, glaube ich, der Angriff. Das müsste, glaube ich, die Verteidigung. Das muss Verteidigung sein, oder? Oder? Nee. Wir müssen jetzt sicher. Was denn, will ich? Ich will Sternenlicht als erstes. Ja. So. Ja. Gut, auf das Menü mich noch nicht eingehen, weil. Ja, das kommt noch. Rechts zum mal. Links zum. Was auch immer. Da, sammel ein! Oh Mann. Yay. So, und ich finde diese Animation so schön, wenn man im Wasser sogar ist. Also generell, ich sag mal so, das Spiel, es ist grandios, also. Es ist echt ein wunderschönes Spiel, das rausgekommen ist. Angriff von hinten. Da muss aufpassen. Man kann von Gegner von hinten angegriffen werden. Und drehst du dich wieder um? Ja, schaff ich's? Von hinten? Ja. So, bam, von hinten erwischt. Müsste zählen, oder? Ich glaube, dann hat man einfach eine viel schnellere Rettung am Anfang. Oder man kann. Ah, man kann direkt handeln. Nice, okay. Wobei, ich zeig jetzt erstmal Sternlicht. Ich habe jetzt die Zeit. Sternlicht! Bam! Ein Schaden, Instant Kill. Na gut, nicht Instant Kill, aber es hat wirklich nur 9 HP oder 8 HP. Ah, das Spiel ist super. Hier eine Truhe. Was haben wir hier drin? Heiltonikum. Nice. Ist hier unten noch was gesteckt? Nee. Hände kommt auch extrem schön gestaltet, wie ich finde. Oh, so wieder ein Glühwürmchen.
Bonk, einfach drauf gehüpft. So. Oh, es sind schon zwei Gegner. So, den einen werde ich jetzt mal ein bisschen blenden. Mach jetzt mal ständig den anderen. Damit ich nicht abbrechen kann. Damn. So, der kann von mir so auf angreifen hier. Sammelt Kraft. Okay. Langsam wie noch ein bisschen. Alles tot. Okay. Nice. Und Level up, ja. Haben sie nur 7 HP oder 6 wieder, keine Ahnung. Weiß nicht. Neue Fertigkeitspunkt. So, was nehmen wir denn? Was haben wir denn hier? MP-Aufwertung. Hab ich irgendwas Interessantes in dem? Der Gegenangriff ist ziemlich cool. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal diesen Tree hier. MP-Aufwertung. So. Ach ja, stimmt, wir können jetzt einen Raum erhellen, noch was sehen können. Oh, oder eine Cutscene auslösen. Oder ein Kampf. Nee, das war ein Kampf, okay. So. Hereingelegt, oh. Jetzt sind wir am Arsch. Weil jetzt uns angreifen können. Komm ich noch? Nee, nicht in die Phase. Verdammt, okay. Wenn es so ist. Hab ich den da an? Das ist ja Instant Kill, ja. Den nehmen wir schon verlangsamen, so. Und hier. Langsam. Und tschüss. So, und hier im Kampf noch schon die Glühwürmchen aufsammeln. Starker Feen-Nektar erhalten. Nice. So. So, dann leuchten wir mal kurz den Weg. Glühwürmchen. Oh, die Truhe. Und was haben wir hier? Zaubertrank. Nice. Haben wir noch was hier? Nee. Kommen wir hier raus. So. Brauchen wir die Kiste? Kannst du mir vorstellen. Ja, um da hochzukommen. Okay. Schön. So, das ist eine Spinne. Wo ein normaler Gegner. Angriff! Angriff! So. Sie wurde hier reingelegt. Was? Schaffe ich es den abzubrechen? Nee, verdammt. So, dann greife ich den da oben an. Er hat eine schnellere Wartzeitbalken gehabt. Die überholt und greift dich an. Und tschüss. Oh, das war ein Catch-Treffer. Level up, nice. Yay. Heiltonikum. Brauche ich bisher noch gar nicht. So, was haben wir hier? Magieaufwertung. Hört die Magie dauerhaft auf den 2. Ja, das ist okay. Wollen ja nicht mit Magie momentan noch selten angreifen, aber es kommt noch. Da komme ich nicht rüber. Verdammt. Oder komme ich da? Nee, da komme ich nicht rüber. Da komme ich auf keinen Fall rüber. So. Als erstes möchte ich jetzt mal kurz das Kapitel starten. Die Königin des Lichts. Hilf mir, Aurora. Hilf mir, Aurora. So, gut. Eine Kutsche, die ich mir nicht anschauen kann, aber mit dem Vogel kann ich reden. Kra, kra! Ein Geist. Kein freundlicher sind der Geist anscheinend. Überraschungsschlag. Triff Gegner und unterbrich sie bei der Vorbereitung. Tja. Dann greifen wir mal an.
Bam, 5 Schaden. So. Was ich half gegen Geistermagie. Bin mir nicht sicher. Ja, okay, gut. Ich wusste nicht mehr, ob sie gegen Magie verwundbar oder unverwundbar waren, aber anscheinend sind sie verwundbar. So, aber. So, ein bisschen mal schnell rein. Ich würde sagen, das war es jetzt mal von der Pilotfolge dieses neuen Projekts. Ich glaube, dieses Spiel, es ist, glaube ich, kein allzu langes Spiel, aber es ist ein sehr schönes Spiel, ich finde. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit Child of Light. Bis dahin, Leute. Cheerio!